Moin Freunde, willkommen zurück zu einem Opening und diesmal ein ganz besonderes. Wir machen heute eine von diesen beiden original japanischen 151 Displays auf. Beide sind noch sealed und eins würde ich sehr gerne behalten. Und ich entscheide mich für dieses. Das machen wir auf und das lasse ich hier sealed. Am besten lässt man halt immer die sealed, die noch wirklich sehr, sehr gut aussehen. Und in my opinion ist das bei diesem hier sehr der Fall. Also das sieht auch noch nagelneu aus, aber ja, keine Ahnung. Man hat ja immer eine Tendenz. Ja, wir machen das auf. Es war gar nicht so einfach, an so ein japanisches zu kommen, aber die Preise sind ja jetzt doch ein bisschen gedroppt. Und ja, ich habe da so 1, 2 Kontakte, wo man ganz gut daran kommen kann. Und ja, wir haben hier bei den japanischen natürlich auch die Möglichkeit, ein Godpack zu ziehen, was natürlich crazy wäre. Ich glaube es zwar nicht, aber es ist theoretisch möglich. Ich bin übrigens im Januar auch in Japan. Mal kurz gucken, wie wir das hier aufrippen. Aber da sind die Booster nicht günstiger oder so. Dementsprechend habe ich mich jetzt dafür entschieden, hier eins zu kaufen. So, ich muss mal überlegen, in welche Richtung man das immer poppt. Ich glaube aber, meine Güte, ist das hier schwerfällig. Holy shit. So, zack. Und dann sollte man das theoretisch hier einfach so reinstecken können, wenn man sich nicht glatt anstellt. Wir machen es erstmal anders. Zack. Muss man das hier mal so ein bisschen. Wir wollen ja hier natürlich auch die ganze Experience mitnehmen. Ist ja ganz klar, Freunde. Oder trennt man das hier sogar ab? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall holen wir jetzt hier erstmal die Booster Packs raus. Zack, zack, zack. So. Schon besser. Ja, die hier trennt man normalerweise ab, ne? Die haben ja auch so eine Trenn-Dings. Zack. Halbe Bastelkurs hier heute. So, und dann hat man hier quasi diesen Aufsteller. Sieht ganz cool aus, finde ich. Den stellen wir mal vorher. Muss ja hier nicht unbedingt sehen. Zur Seite. Ja, nicht wundern, ne? In den Booster Packs sind natürlich weniger Karten drin als bei uns in den deutschen. Genau, wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 151 Original Japanese Booster Packs. Hier gibt es natürlich viel, viel geilere Möglichkeiten als bei uns im Deutschen, hier Karten zu ziehen. Und vor allen Dingen gerade bei 151 ist es natürlich sehr, sehr geil, die auch in Japanisch zu ziehen, weil es halt einfach so diese Core-Reihe. Und das macht schon Spaß. Tatsächlich muss ich aber gestehen, ich habe noch nicht so viele japanische Booster aufgemacht. Dementsprechend muss ich erstmal hier am besten den Trick rausfinden, wie man die rippt. Nicht, dass es jetzt hier scheitert. Weil dann war es das auch schon wieder mit dem Video, Freunde. Aber eigentlich gehen die doch viel leichter auf als Deutsche, habe ich mal gesehen. Hat die nicht hier irgendwo auch eine Reißlinie? Das ist ja verrückt. Hatten sie offensichtlich nicht. Aha, okay. So, die Backside der japanischen sieht auch anders aus als die der deutschen. Ne? Sieht viel, viel geiler aus. Muss man einfach mal sagen. Und ich kenne den Kartentrick hier ehrlich gesagt nicht. Ich mache einfach mal eine nach vorne. Das wird es wohl nicht gewesen sein. Naja, wir schauen einfach mal an. Also wir haben auf jeden Fall mal einen Slimog. Ein Dodu. Ein Magikarp. Oder war, glaube ich, sogar richtig. Ja, doch, war richtig. Oh nee, oder sogar zwei nach vorne. Also zwei müssen wir nach vorne machen. Okay. Ja, Erikas Einladung. Ey, alleine dieser japanische Text. Ach so, genau. Und es gibt hier bei diesen Reverse-Holos, darauf müssen wir achten,
diese Pokéball-Muster. Da kann auch zum Beispiel ein Meisterball drauf sein, dann sind die Karten schon mal deutlich mehr wert. Und ey, wie crazy gut dieser Print ist. Einfach weil es japanisch ist. Ist halt schon Wahnsinn. So. Das war Numero Uno. Wir gehen direkt mal rein ins nächste und schauen mal, ob sich das hier leichter rippen lässt. Ah ja, okay, jetzt heißt das raus. Zack. Also 1, 2. Jetzt überlege ich gerade. Müsste es eigentlich gewesen sein. Haben wir hier einen Kokowai, einen Dektrin, einen Sepa, Phlegmon, Schlurp, ein Giflor und ein Scharniera. Nee, das ist die Vorentwicklung von. Das ist. Oder ist das Scharniera? Sieht so klein aus. Könnte auch Pi sein. Nee, aber ist nicht Pi. In Japanisch macht das so einen ganz anderen Eindruck irgendwie. Aber übel geil, hier auch einfach mal japanische Packs zu öffnen. Hatten wir so ja auch noch nicht auf dem Kanal. Haben wir hier ein Relaxo, Sandame, ein Paras, ein Pikachu, Magma, ein Raichu in Pokéball-Muster und eine Glurak EX. Das ist gar nicht so kacke. Und die Raichu ist tatsächlich auch gar nicht so kacke. Jetzt hatte ich hier gar nicht bei dem Muster geschaut. Da haben wir aber auch ein Pokéball-Muster. Obvious. Vielleicht sollte ich die mal rausnehmen. Die Holos und Reverse Holos. Zack, zack. Dann können wir da später nochmal einen Blick drauf werfen. Zack. Achso, genau, hier war ja die EX, ne? Genau. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal den EX-Stapel. Hier die Holos. Und hier die Reverse Holos. Zack, zack. Die fühlen sich ganz viel, viel dünner an als unsere. Schon interessant, was da so für Unterschiede gibt. Dann haben wir hier einmal. Oh, ein Bisasam. Pummelhof, Kleinstein. Dann haben wir hier ein Pantymos. Und ein Dodri. Ah ne, ich hatte die andersrum gelegt, oder? Ist mich selber ein bisschen confused. Das hier müsste die Holo sein, dann ist das hier Reverse Holo. So, das kommt da hin. Ich weiß auch gar nicht, wie die Quote im Japanischen ist. Ob wir da auch so und so viele Hits haben. So wie bei uns. Hier sind es ja auch 20 in einem Display. Ja, aber wie gesagt, das andere lasse ich auf jeden Fall zu, egal was wir jetzt hier heute ziehen. Und da haben wir den Bernstein und ein Starmie. Reverse Holo, Holo. Alleine diese japanische Schrift, ne, das sieht so geil aus. Vor allen Dingen, ist er hier, Alter? Er grinst einfach. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es ungefähr die gleiche Hitchance ist. Und für die gleiche Hitchance haben wir hier bisher auf jeden Fall nicht viel gezogen. Also ich sag mal so, 4 Hits sollten es auf jeden Fall sein. Na gut, theoretisch könnte man sagen, ist das ein Hit, aber der Hit ist es jetzt nicht. Nidoran. Und Dratini. Und ein Lavados. Das ist schon mal ganz geil. Überlegt, ob ich auch mal versuche, zwei ordentlich aufzureißen, damit ich die dann zurück in diese Dings legen kann. Aber theoretisch habe ich ja eh noch eine sealed. Nebulak in diesem gezeichneten, finde ich auch ganz geil. Printer Anton, da haben wir Ratfratz. Oh mein Gott, geil, Alter. Turtok. Jetzt wird ja bloß noch Bisasam. Das wäre natürlich wild. So, dann haben wir die Reverse Holo. Das wäre schon mal ziemlich geil, muss ich sagen. Ich meine, die sind jetzt nichts wert, aber. Also für die Sammlung wäre es natürlich ziemlich cool. So. Dann haben wir hier Austos. Ja,
Schnauze, aber... Alter, Junge, was ist das für eine Druckqualität? Holy shit! Ihr müsst euch... Oh. Geile Scheiße! Da haben wir das Bisaflor. Oh mein Gott, ja, wie geil. Aber die Druckqualität ist ja, oh, Alter, das ist ja crazy. Im Gegensatz zu den Deutschen, die teilweise richtig verblasst sind und einfach nicht schön aussehen, ist das ja hier wirklich, das ist ja hier Hayden Venition, Alter. Da siehst du mal irgendwie in 4K die Bilder. Muss sagen, die Bisaflor-Card per se, die sieht gar nicht so cool aus, aber einfach der Fakt, dass wir alle drei Endentwicklungen der Starter haben, ist schon mal sehr, sehr wild. Dann haben wir die Ditto-Karte und das gute Dragoran. Das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Es ist nicht so cool wie das Dragoran aus Silberne Sturmwinde. Aber es ist schon ziemlich geil. So, wollen wir versuchen? Ja, eins richtig. Ach, guck mal, man kann die... Ah, ich wusste, die haben hier irgendwo an der Seite so ein... Ah. So eine Reißlinie haben die. Das ist ja voll kacke. Ich glaube, das geht hier oben sogar leichter. Ich wüsste auch nicht, man müsste es wahrscheinlich aufschneiden, damit es ordentlich aussieht. So, Erikas Einladung hatten wir schon. Tangela, Radfratz, Giovanni, aber leider auch im Pokémon. Und... eine weitere EX, und zwar Geowatz, was ganz witzig ist, weil den habe ich, ich habe ein einziges japanisches Booster mal aufgemacht und genau dort war diese Karte drin, also den habe ich tatsächlich schon. Natürlich nichts wert, aber ich sag mal, eine EX ist besser als keine EX. So, Snobilikat, Omot Blutzug, Zubat. Dann haben wir Safkor und Mio EX. Jetzt kommen langsam die Hits, würde ich sagen. Dafür, dass wir in der ersten Hälfte jetzt nicht so viel hatten. Ich hoffe ja noch auf eine Full Art. Noch eine Full Art wäre ziemlich geil. Vielleicht ein Starter. Aber ja, wir werden sehen. Dragonier. Nidorino. Giflor und Aerodactyl, tatsächlich eine meiner Favorite Holos aus 151. Die sieht richtig, richtig geil aus. Da kann man sich schon nicht beklagen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir die hier unten. Ich meine, hier gibt es ja, was ist das? So wie es bei den Deutschen halt auch ist, dass man hier so reingreifen kann irgendwie. Na gut. Das gestaltet sich tatsächlich schwieriger, als ich gedacht hätte. Schwieriger, nicht schwieriger. Ich glaube, das geht einfach nicht. Ne. Jetzt habe ich sie so aufgemacht, auch nicht schlecht. Ja, die sind irgendwie sehr einfach zu zerreißen, aber irgendwie auch nicht. Das ist ganz komisch. So. Dann haben wir hier einen Quapo, ein Kadabra, Raupi, Sandan, Ultrigaria, ein Fossil und nochmal Ditto. Was haben wir für einen Ball? Auch wieder ein Pokéball. Nichts Special-mäßiges. So. Und hier haben wir ja nur diese Reißlinie, die übrigens anscheinend nur für Rechtshänder gemacht ist. Aber die ist ja auch voll kacke. Was ist das denn jetzt hier? Junge, das ist ja komplett umständlich. Ups. Na gut, komm. Machen wir einfach mal so eins auf. Müll, 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 Müll. Oh, aber wir haben ja einen Meisterball. Natürlich bei Überreste jetzt nicht so geil, aber hier könnt ihr es mal sehen. Der Meisterball-Print. Auf dem Pikachu zum Beispiel, der Meisterball-Print, ist das Ding gut und gerne mal 400 Euro wert. Also, das kann man schon nicht verdenken. Diese Meisterball-Prints sind sehr selten. Ich glaube, das Maximalste der Gefühle, was man hier machen kann. Ja, die andere Seite geht auch gar nicht so richtig auf.
wahrscheinlich so. Jetzt habe ich den Booster immer noch so. Na, vielleicht nehme ich den. Mal gucken. Zack. Und wir gehen rein. Ja, so ein Godpack wäre natürlich ultra geil, aber die Chance ist dafür wirklich sehr gering. Das Traumato sieht übrigens sehr cool aus. Ah, ein Bisasam. Geil. Der zum Beispiel mit Meisterball Print wäre auch sehr saftig gewesen, aber es ist leider nur ein Pokéball Print. Ich versuche es mal nochmal hier so aufzurippen. Zack. Zack. Na komm schon. Geht doch. Jetzt haben wir hier zwei so eine Booster. Das kann man noch machen. So, 1, 2, zack, nach vorne. Und wir haben ein Alpollo, Nokshan, ein Pipi, Voltoball, Mirab. Oh mein Gott. Das ist ein Big Hit. Kein Big Big Hit, aber ein Big Hit auf jeden Fall. Junge, vor allem zieht euch doch mal die Quali rein. Holy shit, Alter. Das ist verrückt, wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also die ist, damit habe ich auch meine nächste Full Art, die ich haben wollte. Und sogar eine ziemlich geile. Und Bisasam haben wir auch. Könnte man sich tatsächlich sogar so hinlegen. Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor. Vielleicht mache ich das sogar. Habe ich sogar von jeder Sorte eins. So. Zack, zack. Schauen wir mal. Georock. Dratini, Smogon, Evoli, ein Nidorino. Oh, Flamara. Sieht auch sehr cool aus. Also ich bin wirklich ultra fasziniert von dieser Druckqualität. Ich kann gar nicht aufhören, darüber zu reden. Das sieht wirklich krass aus. Vor allem, wenn man das halt nur von den deutschen Booster-Packs kennt, dann ist es halt so einfach so ein ganz anderes Universum. Ein Macholo, Slimer, ein oh, schade, nur Pokéball. Und nochmal Pikachu. Wenn man Snobilik hat, hätte ich genommen. Na, dann habe ich zumindest. Ah, scheiße. Und eine Chance habe ich ja noch. Ja, geht schnell, wenn man sowas hier aufrippt. Für mich fühlt sich das ja an wie 2 Minuten. Der gute Bill, Anton, Paras, Slimer. Ey, das ist ja unfassbar. Oh mein Gott. Also, okay, ich hab nichts gesagt. Ich habe wirklich nichts gesagt. Sehr, sehr geil. Ultra geil. Einer der geilsten Goldkarten, die ich so kenne. Tausch. Ja, krass. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt nichts zu den Werten der Karte sagen. Müsste man mal auf Cardmarket halt nachgucken. Aber die Karten per se sind ultra geil. Ich glaube, der Favorite von mir ist halt tatsächlich immer noch das Bisaknosp. Weil das einfach ultra nice aussieht. Ja. Schauen wir mal hier nochmal ins letzte Pack. Haben wir nochmal ein Owei, ein Krabby und ein Aquana. Ja, das kann sich sehen lassen, sage ich es mal so. Das kann sich jedenfalls sehen lassen. Wir haben hier ganz gute Ausbeute gemacht, würde ich meinen. Nehmen wir mal die drei, die goldene und ihn hier. Und dann haben wir auch noch die vier. Und theoretisch zählt er hierzu auch noch die guten Überreste im Masterball Print. Kann man auf jeden Fall machen. Also hätte schlechter laufen können. Vor allem das Bisaknosp sieht sehr, 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 sehr geil aus. Und was ich auch richtig cool finde, wenn ihr hier das Artbook mal anguckt, spiegelt sich dort
gefühlt sowas wie ein Bisasam. Da sieht man natürlich die Knospen nicht und so weiter. Hoppala, habe ich euch hier fast umgehauen. Ja, sehr geil. Also ein richtig geiles Teil. Wie gesagt, den Kollegen hier mache ich nicht auf. Ne, den werde ich mir schön hinstellen. Geile Sache. Und ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal was anderes. Ich schaue mal, ob ich ein paar Videos aus Japan bringe. Und wenn nicht, dann bringe ich halt Videos anders. Ihr kennt mich. Es kommen sporadisch Videos. Immer dann, wenn es möglich ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein!